Moin Moin und herzlich willkommen auf der Belleron zu einer neuen Folge. Der Drescher ist in der letzten Bahn. Genau, du kannst. Nein. Ja? Nein? Doch? Du kannst eben noch mal weiter tun. Du musstest ja auch gleich eigentlich fertig sein. Auf der 43. 43, 43, 89%, okay, dauert noch eine Weile. Du kannst weiter grubbern. Das dauert ja auch noch eine Weile. Du stehst hier, du bist fertig. Wunderbar. Nehmen wir den Kurs mal raus. Unsere Drescher-Mission, die dürfen wir ja auch fast abgeschlossen haben. Dreschen wir nochmal die letzten Enden weg. 96%, 94%. Das sieht äußerst gut aus. Na, wann ist er mit Düngen fertig? Dann können wir da kurz einspringen. Oder hinspringen. Kann auch sein, dass wir. Ja, da ist er fertig. Denn hör mal bitte schnell auf zu düngen. So, können wir die nämlich schon mal abschließen. Bringt nämlich ordentlich Geld. Haben wir. Nee, Erntemissionen sind noch jede Menge da. Jetzt aber. Jetzt ist es soweit. Die Ecken sauber weg. Damit wir die paar Liter auch noch mitnehmen. Stellen wir den bereit für den Traktor, dass der hier auch hinkommen kann und das restliche Getreide wegbringt. So. Da kommen doch noch ein paar Liter zusammen. Die letzten paar Hände will ich auch noch mitnehmen. So, ab zur letzten Ecke. Dann haben wir die Dreschermission gleich auch abgeschlossen. Könnten wir eigentlich in die nächste gehen, oder? Oder wollen wir unsere Felder erstmal so weit fertig machen, dass wir in den nächsten Ingame-Tag kommen? Ich finde, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ich würde sagen, wir nehmen dann erstmal keine Mission mehr an. So. Gleich. Machst du das, wenn ich dir jetzt sage, dass du da bitte einmal hinfahren sollst? Silo, freie Fahrt, genau. Fährst bitte einmal hier hin. Ja, das macht er. Wunderbar. Dann kümmern wir uns nochmal um die letzte Düngermission. Das ist die 10. Müssen wir ganz oben hochfahren, ne? Ja. Cheep, 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 cheep. Mann. Was möchte denn mein liebes Handy von mir? Baum. Ja, Baum eigentlich nicht. Mir das Wetter anzeigen. Okay. Jetzt hänge ich hier fest. Also gleichzeitig Handy und fahren ist, ne, ihr wisst das wahrscheinlich, genau dann passieren solche Sachen. So, würdest du für mich zur 10 fahren? Oder verteilst du denn den Dünger auf der Straße? Nie erfährt.
Das ist doch super. Wunderbar, Dünger verteilt er auch nicht. Und du bist noch ein bisschen ein Grubber. Mal gucken, ob wir uns nicht noch einen zweiten Grubber leisten können. Den geht das auch alles ein bisschen schneller voran, die Grubber-Mission. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Eigentlich nicht. Können wir ja hier endlich den Helfer rausnehmen. Machen schon mal die Luke auf. Dass wir das restliche hier, den restlichen Hafer hier reinbekommen. Und dann kannst du eigentlich auch gleich wieder losfahren. So, einmal kurz in den Drescher springen und wieder anmachen. So, und dann werden wir jetzt nach und nach die Mission alle fertig machen und abgeben und alles drum und dran, unsere Felder soweit ready machen, dass wir auch jetzt hier auf den oder in den nächsten Ingame-Tag kommen. Nicht immer dasselbe Lohner-Mission mitnehmen. Würdest du das nochmal abliefern? Wärst du nochmal so lieb? So, weißt du nur so? Job erstellen. Laden und liefern. Liefern. Käserei, Viehmarkt. Wenn ich richtig liege, dahin, ne? Anklicken kann ich es nicht. Job starten. Ah, er überlegt noch. Schauen wir mal. Mal gucken, ob er gleich losfährt oder ob wir noch mal ein bisschen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Hilfestellung leisten, ne? Ja. Wenn ich dich jetzt hier hinstelle. Liefern. Ladeposition. Ladeposition hast du nicht. Du sollst nur liefern. Ja, wo willst du jetzt hin? Solange du dich jetzt nicht festfährst, weißt du, ist alles tippitoppi. Ah, scheint aber zu klappen. Scheint. Gut, fahren wir da selber hin. Fahren wir da eben selber hin. Und bringen das Getreide weg. Oder habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Liefern. Silo frei. Können auch nochmal freie Fahrt probieren, ne? Freie Fahrt. Fährst du bitte hier oben hin? Was hältst du davon? Jetzt fährt er auf jeden Fall. Perfekt. Du bist gleich bei Feld 10 angekommen. Dann können wir auch gleich einen Kurs starten. Nämlich den Helfer mal eben schnell raus. Dann ist auch die letzte Düngermission für uns erledigt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, wir sind fast in der Nähe der Glaskuppel. Ja, von mir aus auch mit normalen Helfer. Das läuft, das läuft. Fahren wir hier nochmal eben kurz ein bisschen mit. Gucken, ob die Düngermission auch immer noch funktioniert. Ja, funktioniert immer noch. Bei der Erntemission haben wir 96%. Bei der Gruppenmission auch schon 50. Das ist auch super. Ja, wir hätten zwar noch Erntemissionen, aber wir können auch mal so langsam unsere eigenen Felder fertig bekommen. Ja, ich flitze einmal los. Mal gucken,
welche Spielmodule wir noch nicht eingesammelt haben. Um uns da so einen kleinen finanziellen Puffer nochmal mitzugeben. Haben wir das schon? Ja, haben wir schon. Flitzen wir mal eben schnell zu dieser Kuppel hoch. Prozent. Ja, es geht, es läuft. Es geht auf jeden Fall voran. Cool wäre das natürlich, wenn wir dann richtig große Maschinen haben, dann gehen die Missionen umso schneller. Aber ich könnte fast wetten, dann haben wir auch schon so viele Felder, beziehungsweise besitzen vielleicht auch schon die halbe Karte, dass wir das denn gar nicht mehr müssen. So, jetzt haben wir auch schon die. Waren wir schon beim Sägewerk? Ich glaube ja. Ansonsten schreib's gerne nochmal rein. Wie viele fehlen uns denn eigentlich noch? Irgendwo konnte man das in der Statistik sehen, ne? 16 von 20. Ja, doch. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal den Drescher zurückfahren. Da ist einer fertig geworden. Wer ist denn fertig geworden? Ach, du wurdest gestoppt von dem Auto hier. Ja, jetzt kommst du mir wieder entgegen, oder? Nee, er bleibt stehen. Das ist auch gut. Damit kann ich auch leben. So, aber jetzt, das läuft, genau, können wir das Getreide abgeben, machen wir gleich den Drescher, gucken, wie viel überbleibt, wie viel Liter, knapp 5,5 haben wir noch drin, so, was hältst du denn jetzt davon? Ah, läuft noch nicht. Ah, fast. Na, gute 2000 Liter hätte ich beinahe gesagt. Jetzt ist die Frage, wie ist der Haferpreis? Lohnt sich das einzulagern oder können wir das auch eher verkaufen? Wir können es auch eben verkaufen. Bringt dann auch noch mal ein bisschen Geld. So, können wir die Drescher-Mission schon mal abgeben. Das gibt auch noch mal Geld. Einen wunderbaren Kontostand. Ein wunderbarer Kontostand von 104.500. Mensch, so was habe ich denn gegessen? So, dass ich so ein Wörtersalat da rausknalle. So, freie Fahrt und dann fährst du mir bitte zum Hof, wenn du das machen würdest. Ja, macht er. Du bist hier noch ein bisschen am Düngen, du bist hier am Grubbern. Das läuft, dann können wir jetzt den Drescher schon mal wieder zum Hof fahren. Gibt es was Schönes beim Händler gerade? Ja, immer noch dieselben. So was richtig Schönes, das wäre cool. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und schwupp, fällt 10, 93%. Runter. Jo. Switch das auch drauf. Korntank können wir zumachen. Genau, Leiter hoch. Da hat wieder irgendeiner was B
beendet. Ja, wäre aber auch schön, wenn du den Rest mitgenommen hättest, weil dann wäre die Mission dann auch vorbei. Arbeiten wir die Ecken nochmal nach. Das ist manchmal das Problem bei dem Standardhelfer. So, jetzt aber. Da kannst du eigentlich auch zurück zum Hof fahren. Können wir mal gucken, ob wir kalken müssen, düngen müssen oder so. Kalken müssen wir garantiert, ne? Freie Fahrt. Ab zum Hof bitte. Jo, macht er. So, schon mal die nächste Düngermission wieder abgegeben. 109.000 Euro. Es läuft. So. Jetzt aber endlich der Drescher zum Hof. Jetzt lasse ich mich nicht mehr ablenken. Jetzt lasse ich mich nicht mehr ablenken. So, gepflügt war ja alles. Dann mussten wir nur noch kalken und dann nur noch ansehen. Und dann ist es ja auch eigentlich so weit fertig, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Endgame-Tag können. So, nochmal stehen bleiben fürs sauber machen. Rennen dann nochmal zu unseren Feldern hin. Und was sagt die Info? Benötigt Kalk. Genauso wie die anderen Felder, wenn ich das richtig weiß. Jupp. Die 39 nicht. Aber die haben wir auch mit Gras angepflanzt. Genau. Aber die anderen drei benötigt Kalk. Soll ja eigentlich nicht das Problem sein. So, da kommt der nächste schon. Jo. So, bevor du weiterfährst, einmal bitte hier hin. Wir haben die ersten Eier. So, Maschine ist aus. Das auch mal eben schnell nochmal sauber. Unsere Gerätschaften. Und dann geht das weiter. Ich wollte gerade sagen, ich höre die nächste Maschine, aber der Steier braucht anscheinend noch einen Moment. Bis der hier ist. Wo ist er? Hier ist er gerade. Ah, du brauchst ja auch noch einen Moment. Der Ferguson, nicht der Steier. Was rede ich denn? Der Steier steht ja am Hof. So. Du brauchst noch 20 Minuten. Hast aber auch schon gute Prozente, ne? Fast 70. Da müssen wir uns so langsam mal entscheiden, was wir hier anpflanzen wollen. Haben wir schon Getreidefeld? Die 31 und 29 ist ja angepflanzt. Jo, wir haben ein Weizenfeld, wir haben noch ein Sojafeld und ein Sonnenblumenfeld. Denn hätte ich beinahe gesagt, eins Raps, eins Mais und das letzte. Ja, wollen wir Sorghum hier so nehmen? Könnte man eigentlich machen, ne? Könnte man eigentlich. Du bist gleich da. Das ist doch perfekt. Einmal den Dünger raus und Kalk rein.
So, stelle ich jetzt einfach mal auf unsere Graslandschaft ab. Können wir dich hochbringen und jede Menge Kalk einladen. Ich hoffe, dass das jetzt mit unseren Feldern und mit den Missionen genauso schnell geht, dass wir ungefähr gleichzeitig fertig werden. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Also wir müssen ja noch kalken, ansehen und walzen und am besten auch noch mal rüber düngen. Und dann wäre es ja auch am schönsten, wenn die Gruppermissionen denn alle abgeschlossen wären. So, da wir ja ein riesen Arbeitsgerät haben, hätte ich beinahe gesagt, kaufe ich jetzt mal ordentlich Kalk. Da wird dann auch wahrscheinlich was überbleiben, gleich 8 Sack. Dann müssen wir aber definitiv nicht nochmal fahren. So, einmal wieder aufladen. Motor ausmachen, ne? Ein bisschen Sprit sparen. So, aber weil es jetzt auch so schön war, würde ich sagen, erstmal ist es heute wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Mittag, Nachmittag, beziehungsweise Abend, wenn ihr die Folge guckt. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Über Feedback würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Auch über ein Däumchen oder ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, und dann sehen wir uns gerne morgen, also Freitag, wieder zu neuen Folgen. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Bis denne.